Kanta, mach dir keine Sorgen. Hier ist alles in Ordnung. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, kümmere ich mich. Aber wie sieht es zu Hause aus? Hier ist alles beim Alten geblieben. Die Familie ist in zwei Gruppen gespalten. Aber in unserer Familie kann niemand lange böse auf den anderen sein. Ich mach mir Sorgen um dich, Meg. Bitte achte auch auf dich selbst und nicht nur auf die anderen, Liebes. Dort, wo du bist, gibt es nur eine Person, die auf deiner Seite ist. Und die liegt gerade im Koma. Solange du auf meiner Seite bist, kann ich alles schaffen. Was machst du da? Ich möchte an deinem Laptop arbeiten. Darf ich den benutzen? Hä? Ich brauche das Passwort für deinen Laptop. Sag es mir einfach. Ich gebe es ein. Mac. Freu dich nicht. Jeder macht mal Fehler. Ich ändere es, wenn ich Zeit dafür habe. Wo finde ich diese Blätter? Hallo? Grandpa? Meg? Warum rufst du hier an? Ich möchte nicht mit dir sprechen. Liebes, nimm dir seine Worte nicht zu Herzen. Er leidet mal wieder unter Sodbrennen. Deshalb hat er so schlechte Laune. PD, was, wenn dieses Heilmittel nicht wirkt? Meg, keine Sorge. Bereite es mit Liebe zu, dann wird es auch wirken.
mir. Also, was ist denn jetzt der Plan? Hör zu. Das Beatmungsgerät. Wo? Siehst du? Da. Ah, okay. Du musst einfach den Stecker ziehen. Ja. Und sobald du den Stecker gezogen hast, wird Karuna nicht mehr atmen. Aber Meg ist nicht im Zimmer. Wie können die ihr so die Schuld zuschieben? Dieses Mittel wird dir helfen, bald wieder gesund zu werden. Sobald Meg das Zimmer verlässt, ziehe ich den Stecker raus. Und wenn Shuriya dich fragt, wer in dem Zimmer war, sagst du, Meg war hier. Okay. Ah! Was zur Hölle? Ah! Shuriya! Was hast du hier gemacht? Gib mir deine Hand. Danke, Meg. Ich habe gesagt, du sollst nicht in dieses Zimmer kommen. Na, warum bist du trotzdem hier? Antworte mir. Hör zu. Sprich nicht so mit mir. Ich bin nicht hier, um dir weh zu tun. Ich wollte Karuna mit diesem Heilmittel helfen. Ich habe Niemblätter mit Kräutern gekocht. Und ein Heilmittel daraus gemacht. Was denkst du dir? Denkst du, das wirkt besser als moderne Medizin? Soll meine Mom sich damit schneller erholen? Ist es das, was du denkst? Selbst wenn es ihr nicht hilft. Es wird dir bestimmt nicht schaden. Du bist so dermaßen unglaublich stur. Verschwinde jetzt. Lass mich. Ich werde nicht gehen.
Ich werde das Heilmittel auftragen. Und ich schmeiße dich aus diesem Zimmer. Verschwinde jetzt! Ich sagte, ich bleibe hier! Du bist so schwer, dass ich fast ersticke. Geh runter. Hör zu. Halt dich von meiner Mom fern. Ich meine es ernst. Ich werde bestimmt nicht auf dich hören. Was willst du tun? Sagen Sie, Doktor, geht es ihr bald besser? Jemand hat ihr gestern irgend so ein Heilmittel verabreicht. Danach war sie unruhig. Was es auch für ein Heilmittel war, es scheint zu helfen. Ihr Zustand ist besser, als er vorher war. Gestern war ihr Puls sehr langsam, heute ist er normal. Das ist sehr gut, Herr Doktor. Meg hat ihr gestern ein Heilmittel gegeben. Ich denke, ihr Zustand hat sich dadurch verbessert. Vielleicht hat es gewirkt. Aber allein dadurch wird sie sich nicht schneller erholen. Aber ich empfehle Ihnen, das Heilmittel weiterhin zu verabreichen. Vielleicht ist die Kombination aus dem Heilmittel und der Medizin gut für Sie. Sharma, du darfst meiner Mom das Heilmittel weiterhin geben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Mich nicht wütend. Geh und gib mir dein Heilmittel. Du könntest dich ruhig mal bei mir bedanken. Du musst nicht immer fies sein. Meg, ich sagte, du sollst. Was, wenn nicht? Rufst du die Polizei?
Ich habe dir meine Hilfe angeboten. Aber was hast du getan? Du hast mich aus diesem Haus geworfen. Nicht nur einmal. Dreimal. Warum sollte ich jetzt auf dich hören? Du sagtest, dass du wegen meiner Mom hier bist. Ha? Warum jetzt dieses Theater? Shaurya, ich bin hier, weil ich Karuna helfen möchte. Ich bin für sie da. Aber du... Du hast große Töne gespuckt. Du hast gesagt, dass du für deine Mutter alles tun wirst. Und jetzt kannst du mich nicht mal bitten. Meg, bitte. Sie sprechen ja wieder miteinander. Was sollen wir denn jetzt tun? Hör zu, Darling. Mehek wird jeden Tag mit einem Heilmittel herkommen. Ich werde es durch ein Mittel ersetzen, das du für uns zusammenmischst. Und wenn Karuna dann etwas zustößt, wird Shaurya Mehek umbringen. Und dann war's das. Hey, Sveta. Meine Klugheit hat scheinbar auf dich abgefärbt. Wirklich? Mittelstandsleute denken immer, dass sich harte Arbeit auszahlen wird. Aber dieses Mal kommst du entweder ins Gefängnis oder in die Hölle. Kümmere dich gut um deine Schwiegermutter. Keine Sorge. Das sind Neemblätter. Ich lege sie unter Karuna. Wenn man lange in einer Position liegt, ist das Infektionsrisiko hoch. Die Blätter reduzieren das Risiko. Das ist alles okay. Aber bitte sei vorsichtig. Ich brauche ein paar Sachen für das Heilmittel. Neemblätter sind die wichtigste Zutat. Der Rest steht hier auf der Liste. Sieh mal, was ich für dich habe. Du bist unfassbar nervig. Was
Sieh her! Das sind giftige Blätter. Die werden Karunas Zustand verschlechtern. Ha? Die. Hey, nein. Fass sie nicht an. Ich sagte doch, die sind giftig. Wir müssen sie zermahlen. Wenn du sie berührst, dann wird das sehr stark brennen. Ha? Dann halt das. Und sag mir, was ich tun soll. Das ist ganz einfach. Du musst die Blätter nur zermahlen und unter Meheks Heilmittel mischen. Wenn Mehek Karuna das aufträgt, werden die giftigen Blätter schon bald ihre Wirkung zeigen. Karunas Zustand wird immer und immer schlechter werden. Und dann wird Mehek nicht mehr verschont. Shoria bringt sie um. Ja!